So Leute, willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Wii. Was ist hier passiert? Nun ja, es gab eine Fail-Aufnahme. Will nicht viel Wort darüber erklären. Ich bin so abgegangen in dem Part und dann geht die Aufnahme kaputt. Und ich darf den ganzen Scheiß nochmal spielen. Jetzt habe ich irgendwie ein Haar in meinem Mund bekommen. Woher habe ich das Haar in meinem Mund? Mal einer der ekelhaftesten Sachen, wenn man Haare im Mund hat. Ich mag sowas gar nicht. So, dieses Level ist ein wenig schwierig. Man kann sich hier einen Yoshi holen, der behindert mich aber mehr, als er mir helfen würde. Ich denke mal, er ist genau ausgerichtet dafür, die Starcoins zu helfen. Denn die Starcoins sind hier schon ein bisschen heftig. Wir sehen es gleich zum Beispiel die erste, wenn wir gleich runtergehen. Nach dem hier. Müsste die erste auftauchen, genau da unten. Die kann man zum Beispiel so holen. Dann hätte man zum Beispiel die erste Starcoin. Wir sammeln nebenbei wieder alle drei Starcoins ein. Damit es nicht heißt, am Ende, von wegen, ja, der Master, der macht hier alles unordentlich und nicht komplett. Wo ich es ja schon gemacht habe, weil ich es mal oben links sehen kann. Wo bin ich? Da bin ich. Nee, da bin ich nochmal freiwillig, weil bin ich freundlich. Tatsache, was mir auch noch aufgefallen ist, wenn man genug von diesen komischen Käferlis hier berührt, da kommt ein Leben runter. Ich weiß nicht, wo der Sinn dahinter ist, aber der ist irgendwo, glaube ich, mal dahinter versteckt. Keine Ahnung. So, hier hätten wir die zweite Starcoin. Und ein Leben versteckt hier oben. Das weiß ich noch alles, weil ich jetzt heute Abend aufgenommen habe, bevor ich mit Markus aufgenommen habe. Und dann habe ich mit Markus aufgenommen und dann habe ich weiter hier aufgenommen. Hier müsste eine Blume drin sein, ne? Jo. Leider schade, dass das passiert ist. Ich wollte eigentlich gar nicht, dass es passiert überhaupt. Hätte ich ja nie gedacht, dass es mit dem Programm eine Fail-Aufnahme gibt. Das ist auch überhaupt die erste Fail-Aufnahme auf diesem neuen PC. Also ist schon was Besonderes. Müssen wir feiern auf jeden Fall. Das erste Fehlaufnahme-Special auf Marceline Double for 12. So. Ich weiß nicht, warum man sowas machen sollte, aber... ja. So, ihr müsst doch gleich hier unten die letzte Starcoin kommen, ne? Da ist sie. So. Runter mit dir. Dankeschön. So. Und dann müsste das Level jetzt gleich hier geschafft sein. Ich weiß gerade selber nicht mehr, ob es genau hier war. Aber, ja doch, hier oben. Komm her. Tada! Damit haben wir das erste Level schon abgehakt. So. Dann kann ich mir auch den Fail ersparen, den ich mir im letzten Part wirklich erlaubt habe. Es war nämlich ein Fail dabei. Und zwar zeige ich den euch jetzt, aber ich zeige ihn euch nur so nebenbei. Also inaktiv zeige ich euch den Fail, den ich gemacht habe. Denn ich dachte, es ist wie in New Super Mario Bros. Wii U, dass wenn man in der Burg oben reingeht, noch zur dritten Starcoin kommt. Der einzige Unterschied, den es macht, wir kommen zum Ende des Levels mehr nicht. Deswegen werden wir diesmal hier reingehen. Deswegen habe ich auch keine Starcoins drin. Habe ich gesagt, ey komm, machst du im nächsten Part irgendwann, wenn du alle Starcoins sammelst. Jetzt gehen wir hier lang, um die drei Starcoins halt noch zu sammeln. Das habe ich wirklich nicht gemacht. Heißt, wir gehen die ganze Burg lang. Die coole, lange Burg. Warum geht das denn so hoch? BTF? Das ist doch voll... oh, das ist ja nicht dein Ernst, ne? Ey, warum gehen die denn so lang? BTF? Einfach voll unnötig, dass sie zu lang sind. Ja, sowas ist cool. Die sind schön kurz. Die sind toll. Bap, bap. So, erste Starcoin. Ich weiß leider nicht mehr, wo die ganzen Starcoins sind, deswegen nicht erschrecken, dass ich mal was nicht weiß. Oder ihr mich auslachen könnt. Alter, das war knapp. Wir haben schon den Mittelpunkt erreicht. Cool. Boah, diese Dinger sind echt mies, ne? Wow. Ist hier oben irgendwas? Man kann nie wissen, ne? Ist alles irgendwie ein bisschen versteckt. So. Ja, mal wieder. Hier oben ist auch nichts. Gut. Vorsicht sein. Ich möchte gerne meinen Luftpilz behalten. So. Da unten ist eine Röhre. Da unten ist eine Röhre. Oh Gott. Na toll! Das ist nicht dein Ernst, dass die... nicht lustig. Gar nicht lustig. Toll. Ey, das ist gar nicht lustig, ja? Das ist voll mies gewesen. Ich komme einen kleinen Schritt hoch und dann bist du getroffen. Ende.
Gesetz des Spieles. Nee, ey. Ich kann mich auch erinnern, dass ich am meisten Probleme mit dieser Burg hatte. Boah, das ist aber echt mies, ne? So. Komm, Biaf. Oder auch nicht. Und die Frage ist... Alter! Wie kommen wir da runter? Ich habe eine Vermutung. Warum müssen die so lang sein? Das macht die Burg unglaublich lange. So, wir machen es mal von der Seite hier aus. Weil wir haben ja hier von der Seite aus einen guten Blick. Wir können gleich so einen kurzen Shotjump machen. In der Hoffnung, dass wir es schaffen. Und das schaffen wir auch so. Gut. Das war sogar eine einfache Version als die, die ich vorhin gemacht habe. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Wow! Okay. So, hier müsste frei sein, ne? Alter, ist das krank. Und hier muss auch noch irgendwas sein. Das ist Darkon, genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier einfach mal nichts ist. So. Aber das Gebiet war einfach. Ah, okay. Na toll. Boah, das mit dieser Plattform in Verbindung zu bringen, ne? Das ist auch ein bisschen mies. So. Ist hier irgendwas? Nein. So. Da oben sieht sehr verdächtig aus. Da ist die dritte Starcoin. So. Kann ich hier stehen? Oh je. Yeah. Mein Gott. Na! Ah! Wo soll ich denn wissen, dass da was ist? Also, dass da... Ja, was ist? Oh, Propellerhut. Propellerhut. Sehr schön. Da sind wir schon so weit. Cool. So. Endgegner. Übrigens, da oben, wo die Wolken sind, wo das erste Fenster ist, da wären wir jetzt rausgekommen. Habe ich jetzt vergessen zu zeigen, wo ich einen Propellerhut habe. Tut mir leid. Habe ich nicht dran gedacht. So, und jetzt kommen wir zum ekelhaftesten Boss im ganzen Spiel aus meiner Sicht her. Er zaubert doch. Was zaubert er? Er zaubert drei Plattformen. Und da es ein mieser Boss ist, kann ich nur sagen, leck mich am Arsch. Genau deswegen. So. Weil wir haben auch keine Chance, ihn irgendwie zu triggern. Oh je. So. Oh je. Wie in der Mitte. Nein, er kommt in der Mitte. So, das war's. Der Boss ist in der Art ekelig, dass das einfach ziemlich schwierig ist, wenn man keinen Fliegenpilz hat. Der Fliegenpilz macht das natürlich ein bisschen einfacher. Aber ansonsten... Ja gut, wir sind gut durchgekommen eigentlich. Im jetzigen Zeitpunkt hatte ich eigentlich schon in der 8. Welt das erste Level abgehakt. Toll. Jetzt seht ihr auch gleich, was ich meine. Wir haben ziemlich viel geschafft. Denn die Tatsache ist, wenn ich zum Beispiel jetzt... Ich kann jetzt speichern, ist ja scheißegal. So. Die Tatsache, dass wir, wenn wir jetzt Welt wählen, hier auch Welt 8 schon haben. Und jetzt seht ihr mal, wie viel ich geschafft habe in dem Part. Das ging richtig ab. Also. Das ging alles in den Part noch rein. Diese vier Level, 100% alle natürlich. Ist eigentlich schade, dass ich das nicht mal, dass ich das alles nochmal neu machen muss. War richtig cool, der Part. Und jetzt haben wir schon 10 Minuten wieder verdaddelt. Ich schaffe bestimmt die vier Level nicht in 10 Minuten. Übrigens ist das ein Meteoriten-Gift-Level. Also eine Wolke von Gift kommt hinter uns her. Deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. So. Sehr schön. Feuerblume. Alter! Wieso kam der denn zurück? Ich weiß es nicht. Oh Mann. Das ist nicht nett. Komm, Lava. Geh weg. Ey, und vor allem bleibt die so ewig lange da. So, die erste Starcoin kam meines Erachtens ziemlich spät. Nee, gar nicht wahr.
Aber damals wurde ich halt hier getroffen noch. Ey, das ist nicht nett. Diese Labertürme gehen mir auf den Sack. Und da kommt die Wolke. Da kommt die Giftwolke. Von der wir nicht getroffen werden dürfen. YOLO! Mann! YOLO! Da ist kein Item drin. Nein, böse Lava. Da ist ein Item drin. So. Dann gab es hier den Powerblock. Ich glaube, das war auch für ein... für ein... Wie heißt es jetzt? Ja. Für ein Teil. Und zwar haben wir das, glaube ich, hier. Genau, hier war die zweite Starcoin. Stirb! Oh Gott. Oh Gott. Nein, nicht ich! Nicht ich! Ich mag dieses Level gar nicht. Vor allem, weil wir jetzt ziemlich in der Scheiße klemmen. Ja, ist klar. So. Und da wäre die dritte Starcoin. Können wir noch holen, weil wir fair sind. So. Und hier, glaube ich, ein Leben drin, ne? Nur eine Münze. Und da kommt die Wolke, die uns nicht anhaben kann, weil wir schon das Level verlassen. Und sie kommt eh hier nicht mehr hinterher. Sie ist jetzt einfach in einem anderen Gebiet. So, so kann man sie austricksen. So, und so haben wir das Level geschafft. Kein schweres Level. Oder eher gesagt, ein schnelles Level. Also das ist cool, dass es ein schnelles Level ist. Ich habe jetzt den großen Vorteil. Ich weiß, wo die Starcoins sind, deswegen kann ich ein bisschen schneller durchrennen. Deswegen ist dieses Gebiet jetzt auch nicht mehr so wirklich im Half-Blind für mich. Weil Half-Blind, ich habe das Spiel ewig nicht mehr gespielt. Das geht bestimmt auf 2, 3 Jahre zurück. Und da muss man sich natürlich erstmal an alles wieder erinnern. Ist halt eine Menge gewesen. So, das Level war auch cool. Das war das Untergrundlevel. Was in New Super Mario Bros. Wie ist halt, ne? Es gibt ja die Welt besteht ja aus halt Abteilen, ne? Da gibt es zum Beispiel die Lava-Welt. Und die hat halt ein Rauchlevel, ein Meteoritenlevel und ich wurde getroffen Level. Und warum wurde ich getroffen? Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt sterbe, dann blamiere ich mich noch mehr. So. Den Pilz will ich wenigstens haben. Danke. So, und oben war die erste Starcoin. Das war die hier. Kann man schön einsammeln. Da unten kommen die Sterne raus. Das finde ich eigentlich echt cool, ja? So, und damit haben wir schon mal den Mittelpunkt. So. Wie cool ist das denn? Ich will ein Item, ich will ein Item! So. Was machen wir jetzt? Ich muss mal kurz überlegen, wie warum wir jetzt gehen. Ich glaube, wir holen uns erst den Stern und machen erst das normale Exit. So. Normale Exit! Normale Exit ist nämlich da oben. Hier ist die zweite, dritte Starcoin schon. Ich habe die zweite jetzt extra übersehen, weil die Richtung Secret ist. Sehen wir gleich, was ich meine. Dann wisst ihr auf jeden Fall, was ich meine. Also das wäre das normale Exit. Also nichts Großartiges. Wow. Und im anderen Part habe ich das nicht hingekriegt. Jetzt habe ich es perfekt hingekriegt. Cool. Sehr schön. Also ich kann mich noch so grob erinnern, was ich geschafft habe und was nicht. Und wenn ich auf die Uhr gucke, wir kommen doch ziemlich gut voran. Dafür, dass ich jetzt eigentlich theoretisch ein ganzes Level mehr mache, weil ich ja die Burg komplett machen muss, anstatt nur das Ende. Ah, finde ich das schon echt gut. So, uns fehlt jetzt theoretisch noch die zweite Starcoin. Das Secret Exit. Und ich glaube, das... Ich weiß nicht, ja, ihr seht es jetzt auf jeden Fall. War keine große Sache auf jeden Fall. Ja, war echt keine große Sache. Das war eigentlich ziemlich einfach. Diesmal nicht. Ich meine, bis zur ersten Starcoin können wir eh durchrennen. Macht ja eh keinen Unterschied. So. Jetzt mit die erste Starcoin. Sind nochmal so cool und sammeln die nochmal ein. Way. Erste Starcoin. Best Maser. Gibt's Münzen? Warum gibt's da Münzen? Ich weiß es nicht. Ich brauche keine Münzen. Ich brauche Skill. Den habe ich auch gerade. Nein, Ich brauche den Stern! Den Stern! Ma! Danke. So, denn... Die zweite Starcoin ist einmal hier unten versteckt. Dafür brauche ich aber keinen Stern eigentlich, ne? Doch, ich brauche den, um die Gegner zu töten. So. Ich bin asozial... Warte mal, was ist... War es nicht schon hier? Ja, genau. Hier geht es nämlich unten lang.
Aber ich wollte schon gerade sagen, es war ziemlich knapp. Und ich dachte, das wäre es ein später. So. Dann kommt was Ekelhaftes, denn das geht einen richtig auf den Sack. So. Ist eigentlich nur zum Schutz gemacht, dass man die Gegner hier tötet, dass man hier auch frei durch kann. Weil die Gummas kommen einem ziemlich schnell entgegen. Und dann hätte man hier schon das Secret Exit. So. Der große Unterschied, hier unten ist Lava. Und hier fehlen zwei Blöcke. Aber egal. Das wäre Level Nummer... Wow, das ist jetzt unser 1, 2, 3, 4, 5. Exit heute. Und wir haben immer noch ein paar Minuten, ne? Gut, dann gehen wir mal hier hin. Ich weiß nicht mehr, was für ein Level das ist. Oder wenn ich es gleich sehe. Doch, das ist... Ah, ich weiß, welches Level das ist. Okay, es ist dieses Lava-Wellen-Level. Oder? Ja, Lava-Wellen, genau. Oh ja, da habe ich auch ziemlich lange dran gesessen an dem Level. Bis ich überhaupt erstmal gerafft habe, dass es manche Ecken gibt, da sind einfach keine Starcoins versteckt. Und ich habe die einfach abgesucht. Und ja, also wir sehen auf jeden Fall, wir können hier ein bisschen durchlaufen, weil hier ist erstmal nichts versteckt bis hierhin. Hier geht's durch. Oh je, oh je. Was mache ich da? So, da unten ist aber eine Starcoin. Nämlich die zweite. Also kein schweres Versteck. Obwohl. Ja, es ist gefährlich, ne? Weil hier die Lava ist halt. So, aber ansonsten... Mann, ich wünschte, bei Donkey Kong Country gäbe es so viel Münzen, Bananen wie hier Münzen. Das wäre voll cool. So. Genau, hier dachte ich halt von wegen, ja, hier ist bestimmt was versteckt, aber ist es gar nicht. So. Nein, weg mit dir. Wir haben hier die zweite Starcoin. Die dritte Starcoin. Wie kann man da nochmal dran? Irgendwas habe ich vergessen. Nö, habe ich... Ich habe irgendwas vergessen. Warum kam ich da jetzt nicht hoch? Warum bin ich gestorben? Nee, ey. Aua. Ich bin im letzten Part bin ich gar nicht gestorben, in dem, den ich da gespielt habe. Voll enttäuschend, Mann. Ich bin im letzten Teil, also den ich aufgenommen habe, aber der nicht aufgenommen wurde, bin ich kein einziges Mal gestorben. Ich bin voll die Enttäuschung für mich selber gerade. Und da waren ein paar Stellen hier bei, ne, als ich gesucht habe. Das war schon krass. So. Münze. Sollten wir uns ein bisschen beeilen. Wir können jetzt auch hier eigentlich... Uiuiui, das war knapp. Das war knapp. Das war echt knapp. Das Item einsammeln. Wenn ich mal drankomme! So. Dann können wir nämlich hier diese Köpfe kaputt machen. Ah, ich weiß, was der Unterschied war von damals. Ja, ja. So. Hier hatten wir einen Propellerhut. Das ist der Unterschied. Aber ansonsten gibt es keinen Unterschied. Boom. Hässliche Missgeburt. Ich bin gut. Oh, verdammt, daneben gesprungen. Auf die Uhr guck. 18:46. Wir sind... Alter Schwede. Im letzten Part haben wir nur 21 Minuten gebraucht. Und jetzt machen wir noch ein Level in dem Part hier, weil ich will alle zeigen, die ich geschafft habe. Und ich komme schneller voran als letztens. Das ist echt unglaublich. Dazu, dass wir ein Level mehr haben, weil ich ja die Burg noch hatte. Also das ist... Wow. Ich sollte nicht mehr blind so ein Projekt spielen. Was mich am meisten erstaunt hat, war dieses Level, dass ich das beim ersten Mal hingekriegt habe. Für Zuschauer auf meinem Kanal, die wissen ganz genau, wie ich auf so welche Level hier stehe. Es ist ein Knochenbahn-Level. Yay! Knochenbahn-Level sind uncool. Sie sind richtig uncool. So. Die Leute wissen ganz genau, wie ich auf so welche Level abfahre. Das ist E. Das ist einfach nur E-Git. Lava! Noch mehr Lava! Und der Master kennt keine Scheu. Lava, noch mehr Lava. Und dreimal Lava. Und Ende. War jetzt nicht sonderlich schwer. Da ist das andere Level.
Aber es gibt noch mehr Bahnen. Es gibt, glaube ich, in der Level 4 Bahnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber was laber ich denn da? Das ist gerade mal 3 Stunden her. So. Ist ja nichts Schweres. Hier müssen auch gleich die erste Starcoin kommen. Und zwar gleich, wenn die hier oben ist. Oh Gott. Wir haben die theoretisch jetzt nicht eingesammelt. Wir haben die eingesammelt, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Mann, wir haben die eingesammelt, das habt ihr jetzt... Ich hab die eingesammelt, also... Wieso habe ich die jetzt verfehlt? Nein! Wieso habe ich die verfehlt? WTF! Alter, das kann nicht sein! Ich habe die Starcoin verfehlt! Aber ich habe sie ja schon eingesammelt, also zählt die als eingesammelt. Ich meine... Oder sagt es mir in den Kommentaren, dass ich die Münze nochmal einsammeln soll, dass ich nochmal in dieses scheiß Level reingehen soll. Und ja. Ihr macht euch zwar unbeliebt dadurch bei mir, aber okay. So. Die letzte Strecke. Oh, die letzten beiden Strecken eher gesagt, weil hier kommen gleich noch eine zweite Bahn dazu. Und dann war es das auch schon. Und zwar hier. So, dritte Starcoin. Und dann kam dieser Scheiß hier. Ich mag das gar nicht. Genau deswegen. Und mein Gott. So. Und damit wäre das Level abgehakt. Yay. Ich bin gut. Also bis hierhin lief alles super. Dann ging halt der Weg noch nach da oben zum letzten Level frei. Und dann habe ich gesagt, ey Leute, wisst ihr was? Im nächsten Part werden wir dieses Spiel beenden. Muhahahahahahaha. Und wir gehen dann hier in Kamek rein. Egal, das seht ihr alles im nächsten Part. Bis dann würde ich erst sagen, Leute, danke fürs Reinschalten. Im nächsten Part läuft alles wieder ein bisschen besser, denn dann wird alles wieder blind sein. Und bis dahin, Masala Vista, Baby.